Artikelnummer SCP-044. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Aus der Mündung von SCP-044 strömt ein konstanter Strom von Wasserstoffionen, ungebundenem Sauerstoffatom und anderen freien Radikalen. Aus diesem Grund muss die Verwahrung von SCP-044 gut belüftet sein, da sich ansonsten gefährliche Gasgemische und Feuchtigkeit ansammeln würden. Um Vögel und Kleintiere davon abzuhalten, den großen, offenen Lauf von SCP-044 zu betreten, muss zu jeder Zeit eine Mündungsabdeckung angebracht sein. Nachtrag vom 2000. Da SCP-044 in den Jahren, in denen es sich im Besitz der Foundation befindet, nicht an bedeutenden Vorfällen beteiligt war, wurde SCP-044 als sicher eingestuft. Muss ich wirklich bedeutende Vorfälle definieren? Wenn die Verwahrungsverfahren und Standardsicherheitsprotokolle eingehalten werden, scheint 44 nicht gefährlicher zu sein als jede andere große Waffe. Und nein, der Bärenvorfall zählt nicht. O5. Beschreibung: Bei SCP-044 handelt es sich um eine Haubitze, die in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs heimlich von Krupp-Ingenieuren unter der persönlichen Leitung von Albert Speer, Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, unter Adolf Hitler hergestellt wurde. SCP-044 ist nicht nur wegen seiner Größe, 251 Tonnen, einzigartig, sondern auch, weil es unkonventionelle Munition mit einer atypischen Methode abfeuert. Anstatt einen Verschluss zum Beladen von Granaten zu haben, endet die Rückseite des Laufs in einer speziell konfigurierten Luftdruckkammer. Jedes Objekt oder jeder Stapel von Objekten, der in die Mündung von SCP-044 passt, kann in diese geladen werden, um als Munition verwendet zu werden. Aufgrund ihrer Größe kann SCP-044 nur auf Schienen mit Hilfe von zwei Güterzuglokomotiven bewegt werden. Unsere Forscher glauben, dass SCP-044 molekulare und atomare Bindungen in jedem Material schwächt, das in ihre Mündung geladen wird. Die Methode, mit der SCP-044 molekulare Bindungen beeinflusst, ist jedoch nicht bekannt, was vor allem auf die zahlreichen, komplexen Mechanismen zurückzuführen ist, die das Gehäuse und die Funktionsweise von SCP-044 ausmachen. Tatsächlich erscheinen einige Mechanismen nutzlos zu sein und sich nur zu drehen oder Geräusche zu erzeugen, selbst wenn SCP-044 nicht mit Strom versorgt wird. Bei der Erkundung des Inneren des Laufs von SCP-044 sind sowohl Ausrüstung als auch Personal bereits verloren gegangen. Wenn SCP-044 abgefeuert wird, wird alles, was sich in seinem Lauf befindet, mit hoher Geschwindigkeit als leuchtend rote Kugel ausgestoßen, deren Größe proportional zur Masse der Objekte, die in die Mündung geladen wurde, ist. Beim Auftreffen auf einen festen Gegenstand oder dem Boden explodiert die Kugel mit einem Ertrag, der proportional zur Masse der Originalmunition ist, und zwar mit einer Umwandlungsrate von % von Masse zu Energie. Die Energieausbeute steigt etwas an, je länger die Munition im Lauf verbleibt. Die größte bekannte Ausbeute wurde erzielt, als der 8900 Kilogramm schwere persönliche Diesel-Pickup-Truck des Administrators vollständig in die Mündung von SCP-044 geladen und im abgebildeten Experiment abgeschossen wurde.